Servus zur Auflösung von dem OnePlus One in White Giveaway. Vielen Dank für diesen großen Support. Hab mich gefreut über die ganzen Kommentare und für die Leute, die mitmachen wollten. Ein paar haben es falsch verstanden, wie das jetzt funktioniert. Die haben direkt unter das Invite-Video die Kommentare geschrieben, aber die habe ich jetzt einfach mit rein hier gepackt in die Verlosung, weil ich mir gedacht habe, ja, okay, gut, vielleicht habe ich ein bisschen nicht ganz so gut erklärt, wo ihr jetzt dann wirklich kommentieren sollt. Jedenfalls haben ein paar Leute daran teilgenommen, 22 Leute, das hat ganz gut geklappt. Nett von den anderen, dass sie nicht teilgenommen haben, um den Leuten vielleicht nicht das Invite wegzunehmen. Jetzt hat nochmal für die, bevor ich die Gewinner nenne, falls ihr jetzt gewonnen habt, das Invite aber nicht haben wollt, falls ihr jetzt dann doch schon mal eins bekommen habt in den 3 Tagen jetzt hat oder falls ihr jetzt doch keins wollt, dann schreibt doch in die Kommentare die anderen Leute an, die auch was geschrieben haben und versucht vielleicht an die jetzt noch in den letzten 2 verbleibenden Invite-Tagen das Invite noch zu vergeben. Es sind insgesamt 3 Invites, die ich jetzt vergebe. Ich habe mich dazu entschieden, vielleicht doch 3 zu geben, weil sie jetzt dann doch viel mehr gemeldet haben, wie ich eigentlich dachte. Und deswegen haben wir jetzt 3 Stück. Und ich würde sagen, wir fangen direkt einfach mal an. Und zwar mit dem, oh Gott, ich habe mir das hier mal alles aufgeschrieben, mit dem Vario 289019. Das ist der erste Gewinner. Herzlichen Glückwunsch. Und er hat geschrieben, ich möchte das OnePlus One Invite, da ich mich nicht entscheiden kann, was ich mir für ein Handy kaufen soll, denn ich habe noch iPhone 4 und so würdest du mir die Entscheidung abnehmen, was sehr nett wäre. Genau. Die E-Mail hat er auch gleich mitgeschrieben, das heißt, ich schreibe dir eine E-Mail, ich schreibe dir auf YouTube und ich schreibe dir noch in die Kommentare. Der nächste Gewinner war Davids Tech News. Er hat einen Kommentar geschrieben und zwar hat er gesagt, ich hätte gern das Invite, weil ich mir gerade kein anderes bzw. lein anderes Smartphone leisten kann und das OPO, wer es nicht weiß, OnePlus One, einfach das geilste Smartphone überhaupt ist. Da hat er einfach recht, da kann ich nur zustimmen und du bist auch einer der Gewinner. Und als allerletzter haben wir da den Damien Illy. Er hat geschrieben, ich möchte ein Invite haben, weil ich es mir schon lange wünsche und auch schon lange darauf warte. Und er hat gleich noch ein zweites Kommentar auch noch mit dran gehängt. Ich wollte mir das Handy von meinem eigenen Geld zum Geburtstag kaufen. Und er hat schon länger nach einem Invite gesucht. Und er hofft sehr, dass er das Invite bekommen kann. Und herzlichen Glückwunsch, du hast auch eins von den 3. Ja, ihr habt jetzt 2 Tage Zeit. Am besten schreibe ich euch heute noch und ihr schreibt mir morgen direkt schon zurück. Dann habt ihr einen Tag Zeit noch, das Invite zu bekommen. Der Vario wird direkt seinen Invite bekommen. Die anderen beiden bitte, 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 wenn ihr das Video seht, schnell antworten, damit ich das schnell noch raushauen kann. Sonst verfallen die Invites und das wäre wirklich sehr schade. Ihr müsst euch dann auch beeilen, weil ihr habt dann vielleicht nur noch ein paar Stunden, wenn ihr Pech habt, euch das OnePlus One zu kaufen. Als ich meinen Invite bekommen habe, habe ich, glaube ich, 20 Minuten gehabt oder so, mir das zu bestellen. Also es war schon sehr hektisch, aber war ganz in Ordnung. Ja, jetzt vielleicht noch eine kleine Info zu dem Mediakraft Workshop Day. War eine coole Sache. Ich habe ein paar Leute getroffen, ein paar YouTuber, und zwar Alexi Wexi habe ich gesehen. Vielleicht blende ich hier ein paar Fotos ein, um euch einfach mal dafür zu danken, dass ihr mir das auch sowas ermöglicht. Das ist sehr nett, vielen Dank dafür. Und Lissy heißt sie, glaube ich. Das ist so eine Beauty-Fashion-YouTuberin. Und den Christoph Krachten und den, diesen ganzen Sales- und Marketing-Manager von Mediakraft. Also war cool, die mal zu sehen und so ganz nah. Also da waren in der ganzen Halle vielleicht 40 Leute, wenn es hochkommt, und war wirklich sehr cool. Ja, und ich will euch nicht länger aufhalten, habe ich jetzt ewig schon wieder fast 5 Minuten eures Lebens geklaut und sage vielen Dank fürs Zugucken, herzlichen Glückwunsch an die Gewinner, sorry an die Nicht-Gewinner, tut mir leid, aber ihr habt ja bald die Möglichkeit, ihr könnt euch das OnePlus One so Mitte bis Ende Oktober würde ich vermuten kaufen. Ihr könnt es auch schon bald vorbestellen. Bleibt also auf dem Laufenden, entweder hier auf dem Kanal oder einfach mal bei der OnePlus One Website in den Presseverteiler reinschreiben und dann bekommt ihr immer eine Nachricht, falls irgendwas Neues sich ergibt oder ihr schaut einfach irgendwelche Tech-News an, ladet euch einfach die
App runter, die heißt EpiGeek. Da kriegt ihr immer die ganzen Informationen. Ja, gut. Also, danke fürs Zuschauen, danke für euren Support. Weitere Videos werden folgen. Bis zum nächsten Video. Servus, Dankeschön.